So Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fußball Manager 15. Ja, und wir waren jetzt stehen geblieben, kurz vor dem Spiel gegen Bayern München. Ja, es wird glaube ich nicht ganz so einfach. Wir gehen jetzt gerade mal in die Taktik rein. Bob, die hatte ich schon eingestellt tatsächlich. Wow, das heißt, ich muss da eigentlich nur starten. Okay, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder im Spiel gegen Bayern München. Ist das das Hinspiel? Ich glaube, es ist das Hinspiel, oder? Ja, es ist das Hinspiel. Ah, ich habe Angst. Gut, gehen wir rein. Bis gleich. Willkommen zum Champions League Halbfinale. Und Torwart spielt Libro. Weiter Ball von Gabriel in die Spitze. Manuel Neuer verlässt den Strafraum. Mesut Özil reagiert schneller, ist zuerst am Ball. Aber er schießt Manuel Neuer gegen die Brust. Du dummer Idiot, Özil. Hätte man auch mal machen können. Was war denn das für eine Glanzparade? Zählt das unter Glanzparade? Wenn der Spieler ihm einfach auf die Brust schießt? Ich glaube nicht. Ich glaube ja eher nicht. Meh. Naja. Ja, wir müssen gucken, dass wir heute kein Tor kassieren. Oder, ja, wenn es geht, nicht so viele. Wir spielen immer in Heim. Ist nicht so gut, wenn wir hier kassieren. Egal wie viel. Aber gegen Bayern ist halt eine Sache. Bayern hat jetzt auch schon mal wieder eine gute Chance nach einer Ecke, aber Timo Horn muss heute zeigen, was er drauf hat. Die ganze Mannschaft muss heute eine hervorragende Leistung bringen, dass wir weiterkommen. Aber wir sind immerhin im Halbfinale der Champions League. Die vier besten Mannschaften aus ganz Europa. Da kann man schon mal so eine Mannschaft bekommen. Und sie spielen ja ungefähr so eine Aufstellung wie wir. Nur dass wir halt eher mit zwei zentralen Mittelfeldspielern spielen. Aber es passiert viel jetzt im Moment im Spiel, also aber eher von Bayerns Seite aus. Oh Gott. Ja, was haben wir heute für ein Datum? Wir haben heute Sonntag. Gestern hat Real Madrid die Champions League gewonnen. Sehr glücklich, wie ich finde. Also eigentlich hätte Atletico gewinnen müssen. Also ich hätte es Atletico mehr gegönnt. Ob das jetzt unglücklich war oder nicht. Ich meine, der Elfmeter wurde verschossen. Dann wurde noch ein Elfmeter verschossen. Naja. Ja, wir müssen... Ja, im Moment ist Bayern ziemlich am Drücker, was die Chancen angeht. Jetzt mal eine Chance von Gabriel hier gewesen. Ja, ich hoffe wirklich, die Mannschaft ist heute gut drauf. Rückpass in London. Emre Can. Pass zurück. Okay, Thomas Müller ist da. Ja. 1-0 Bayern. Hey, nach einem Rückpass von Emre Can. Hey. Thomas Müller, ja, natürlich macht er die rein. Das wäre auch nicht Thomas Müller, wenn er die nicht reinmachen würde. Ach, so eine Scheiße, ey. So eine Scheiße. Dreck. Ja, wir müssen gucken. Aber die Abwehr macht einen hervorragenden Job im Moment. Eigentlich spielt die ganze Mannschaft gut und wir machen das 1-1, jawohl. Gabriel, sehr geil. Da kommt direkt die Antwort. Nastasic eröffnet aus eigener Hälfte mit einem weiten Pass auf Chambers. Der zieht von der rechten Seite nach innen und legt für Gabriel auf, der aus 20 Metern mit dem Außenriss einnetzt. Ja, richtig geil. Da kam direkt mal die Antwort, 1-1 jetzt. Aber Bayern hat jetzt schon mal ein wichtiges Auswärtstor. Ja, sonst passiert hier gerade nicht viel. Ja, Rest der Halbzeit war eigentlich eher langweilig. Unsere Spieler sind schon alle ziemlich kaputt. Also was heißt ziemlich kaputt? Sie sind kaputter als normalerweise in der ersten Halbzeit. Aber ich denke, das liegt einfach an Bayern. So. Wir reden mal mit allen. Okay, gehen wir weiter. Wir haben ja aber noch ziemlich gute Leute auf der Bank. Ich spiele mit Olivier Giroud zum Beispiel. Dafür kann auch Lukaku kommen und wir machen das 2-1. Was zum Teufel? Gabriel wieder. Jawohl. Jawohl, Douglas Costa spielt im linken Strafraum, Ey, Kolga Batstuber schwindelig und spielt dann ab
zum völlig freistehenden Gabriel, der aus 11 Metern ohne Probleme einnetzt. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Damit sind wir schon mal 2-1 in Führung. Das war ein schnelles, wichtiges Tor nach der ersten Hälfte. Könnte uns jetzt nach vorne bringen. Und wir sind ja sowieso, also wir können auch marschieren, genauso wie Bayern marschieren kann. Aber es ist halt noch nicht vorbei, das Spiel, und es wird, oh Gott, Bayern hat eine sehr, sehr gute Chance, die aber nicht reingegangen ist. Da hatten wir gerade Glück, dass Bayern den nicht reingemacht hat, und dafür machen wir aber das 3-1, jawoll. Mesut Özil, ich hätte in der letzten Folge noch gesagt, Mesut Özil wird wichtig in diesem Spiel, und da macht er das Tor. Macht auch wieder ein gutes Spiel. Die ganze Mannschaft ist eigentlich durchschnittlich. Also wir haben eine Durchschnittsnote von 3. Giroud ist jetzt nicht so ganz da mit einer Note 4, aber ich glaube, das liegt am Mangel an Ballkontakten. Vielleicht. Aber ein 3-1 ist schon mal extrem wichtig für uns. Ganz, ganz wichtig. Ich habe schon wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen, weil ich jetzt einfach angefangen habe. So eine Scheiße. Dann wird das wieder eine Folge auf Gefühl. Aber da habe ich ja, also ich habe ein paar Folgen letztes Mal auch gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ja, vielleicht werden die ein bisschen kurz, aber die waren dann eigentlich ganz okay. Und da kam gerade eine Glanzparade von Timo Horn nochmal. Sehr stark. Hey, bei mir ist gerade hier voll die Geräuschkulisse. Gerade passiert auch nicht wirklich viel. Nochmal eine Chance für uns. Ein Freistoß von Toni Kroos. Neuer fliegt aber vergeblich, weil die Flanke zu weit vorbeigegangen ist. Wir werden jetzt mal unsere Leute aufwärmen. Bei mir wackelt gerade die ganze Bude. Das Kimmich kommt rein für Alaba. Als Defensiv-Mittelfeldspieler. Wir spielen dann bei Bayern in der Abwehr. Rafinha und Lahm spielt links. Ah, okay. Jan Kirchhoff kommt rein für Rafinha. Unsere Leute sind mittlerweile auch aufgewärmt. Wir bringen mal Wiltshire rein für Toni Kroos. Gehen dann nochmal in die Taktik rein, weil Wiltshire darf dann Müller decken. Wir werden mal gucken, dass wir in diesem Spiel eher auswechseln nach Müdigkeit. Als nächstes denke ich dann entweder Gabriel oder Nastasic. Ich habe keinen Innenverteidiger mitgenommen. Fuck. Oh, Arjen Robben kommt rein für Timo Werner. Arjen Robben nur... Ach, der ist ja normalerweise rechts, ne? Er ist normalerweise rechts, Robben. Kann denn irgendeiner von denen noch Innenverteidiger spielen? Ich glaube, Chambers kann noch Innenverteidiger spielen. Dann würde ich Santon einwechseln für Nastasic. Oder Nastasic einfach durchspielen lassen jetzt. Und eher Gabriel auswechseln. Ja, ich glaube, ich wechsle eher erstmal Gabriel aus. Dafür kommt dann Lukaku rein. Dann tauschen wir aber einmal kurz. Fällt mir gerade ein. Einmal Giroud mit Lukaku. Und ich glaube, Lukaku ist effektiver als Stoßstürmer. Ja, wir lassen jetzt den Stasic einfach durchspielen. Und wechseln Chambers aus. Und dafür kommt dann Santon rein. Ja, wir haben keinen 1-1 Innenverteidiger mitgenommen. Was auch ein bisschen blöd war von mir. Habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Aber Nastasic hält das schon aus. Ja, ich hoffe.
dass Nastasic das aushält, jetzt noch ohne einen Krampf zu bekommen, 90 Minuten durchzuspielen. Das sollte ja eigentlich drin sein. Ja, bei Bayern, Arturo Vidal ist noch kaputter. Also, ne? So ist das halt manchmal. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Sehr gut. Eine Minute Nachspielzeit wird es geben und Ende. Wir haben gewonnen. Jawohl. Erstes Spiel gegen Bayern. Erfolgreich mit 3:1 absolviert. Chelsea hat auch gewonnen gegen City. Wird wahrscheinlich ein englisches Finale werden. Also Stand jetzt würde es ein englisches Finale werden. Mal sehen, ob Bayern noch im Rückspiel irgendwas reißen kann. Aber ja, wir sind halt einfach mittlerweile eine Macht. Wir, Arsenal ist mittlerweile eine Macht. Und ja. Gehen wir weiter in den Nachbericht. Bis gleich. So, Leute, willkommen im Nachbericht. Und ja, wir haben gewonnen heute in dem Spiel. Sehr souverän mit 3:1. Ist eine gute Heimleistung gewesen. Bayern hatte jetzt nicht so viel. Also wir hatten mehr Ballbesitz als Bayern. Schafft das erstmal. Bayern unter Druck zu setzen. Das ist nicht gerade einfach. Ja, wir haben viele Pässe gespielt im Gegensatz zu Bayern. Wir haben sogar mehr Pässe gespielt als Bayern. Und das ist eigentlich als mit Guardiola als Trainer ist das eigentlich schon krass. Ja. Jack Wilshere hat gesagt, der FC Bayern war ein hochmotivierter und starker Gegner. Wir konnten uns bei unserem Torhüter bedanken und sind sicherlich der glückliche Sieger. Ja gut, wir haben 3:1 gewonnen. Also es ist jetzt nicht so ein Ergebnis wie, weiß ich nicht, 1:0 oder so. Wir haben schon klar gewonnen. Also von daher, ne? In der ersten Hälfte haben wir vom Feinsten gespielt und genau das umgesetzt, was wir wollten. Unser Genickbruch war das 2:1 für Arsenal. Danach haben wir die Ordnung verloren. Die Niederlage ist schwer nachzuvollziehen. Das Ergebnis ist extrem traurig. Arjen Robben vom FC Bayern München. Musst du dich mit abfinden, Robben. Ist mir scheißegal. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir haben jetzt als nächstes auch das Spiel gegen Swansea. Barca will Nastasic haben. Nein. Nicht für 24,5 Millionen. Berardi ist noch angeschlagen. Okay. Also ich werde Teufel tun und Nastasic für 24 Millionen verkaufen. Das kann dann der Trainer hier nachmachen oder der Manager. Wer auch immer das werden wird nach uns. Können ja gerade mal gucken. Mir gerade mal so eingefallen. Können ja mal gucken, wer so alles zur Auswahl steht. Also wäre ja krass, wenn Carlo Ancelotti Manager wird und Pellegrini dann der neue Trainer. Ja, aber es gibt sicherlich sehr, sehr viel Auswahl für Arsenal als Nachfolger für uns. Und ja, ich habe mich mittlerweile doch dann festgelegt, dass wir in der nächsten Saison für Dortmund spielen werden. Oder Dortmund trainieren werden. Ja, einfach aus dem Grund, dass ich halt, wie heißt es? Ja, Dortmund wieder zur alten Größe verhelfen möchte, weil momentan sind sie echt nicht gut drauf. Wir können gerade nochmal nachgucken. Sie sind 10. Und das ist echt nicht die Position für Dortmund eigentlich in der Bundesliga. Sie sind der drittstärkste Verein. Thomas Tuchel momentan wahrscheinlich nicht ganz so. Ja, vielleicht ist das System von Thomas Tuchel auch nicht ganz geil gerade. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Wir werden uns das nächste Saison angucken. Wir werden aber den Vertrag erst abschließen, wenn wir die wirklich alle Spiele hinter uns haben. Weil alle Spiele, die wir jetzt noch haben, sind extrem wichtig. Wir haben jetzt noch das entscheidende Spiel gegen Swansea. Wir haben noch das entscheidende Spiel im Budweiser Cup-Finale gegen Chelsea. Dann haben wir das Rückspiel gegen Bayern. Was sehr gut ist, dass wir im Hinspiel jetzt so gut gespielt haben. Weil wir halt zwei extrem starke extrem schwere Spiele hintereinander haben. Und ja, dann haben wir irgendwann noch 2 Wochen später das Champions-League-Finale. Aber ich denke, das sollten wir doch alles diese Woche hinbekommen, dass wir dann auch in die neue Saison schon diese Woche starten können. Letzte Woche hatte ich mich ein bisschen vertan. Da waren dann doch noch ein paar mehr Spieler, als ich gedacht habe. Aber wir haben jetzt, ja stimmt, wir haben das letzte Spiel gegen Southampton verloren und haben jetzt mit Swansea
das nächste große Spiel vor uns. Also wirklich das entscheidende Spiel, wo sich zeigt, ob wir Meister werden oder nicht. Ich weiß gar nicht, was uns reichen würde. Uns würde reichen, wenn Chelsea unentschieden spielt und wir unentschieden spielen. Wenn Chelsea gewinnt und wir unentschieden spielen, dann ist Chelsea vor uns. Also müssen wir eigentlich, also Prämisse ist sowieso eigentlich Sieg. Mehr gibt es eigentlich, also weniger gibt es eigentlich nicht als einen Sieg. Özil ist momentan auf 94. Yo. Aber gehen wir weiter nach Richtung Swansea. Ja, 87. Ich will jetzt auch keinen... Ich will echt jetzt in diesem Spiel will ich überhaupt kein Risiko eingehen. Das heißt, es gibt einfach im Moment kein Risiko. Das heißt, wir werden mit der Aufstellung spielen, wir werden mit Neymar spielen, wir werden mit allen Leuten spielen, die jetzt gerade da auf dem Feld sind. Wir werden gleich nochmal gucken, dass wir noch einen richtigen Dings mitnehmen. Ne? Ah, sie spielen die gleiche Aufstellung wie Bayern eben. Ne, gar nicht. Tun sie gar nicht. Aber sie spielen eine Aufstellung. Ich weiß nicht, ob wir gegen 4-2-3-1 gut waren. Diese Saison. Müsste ich mal überlegen. Ja. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie lang diese Folge ist. Aber ich würde einfach mal sagen, dass ich die Folge jetzt beende. In der nächsten Folge gibt es dann Swansea und wahrscheinlich Chelsea. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal von Fußballmanager 15. Haut da rein. Ciao.